Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2 Dingens Gedöns und so weiter. Ja, letzte Folge war auf jeden Fall ja hier ein bisschen Verschönerung der Gegend. Haben jetzt auch wie in den letzten Folgen noch eine Pickaxe gemacht, die Dorschaxe erstmal. So, was wollen wir heute machen? Ich würde sagen, ich habe da drüben schon so was aufgebaut, das habe ich schon gesehen. Ein kleines, feines Netherportal. Müssen wir nur noch anzünden. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal was farmen. Aber vorher will ich mir noch verbauen, und zwar einen Glider, damit wir so ein bisschen mobiler sind. Hier ist diese ganz teuer, sind so Carbonplatten und Solenoid. Natürlich nicht den Glider, wir wollen den Hangglider machen von Open Blocks. Sind Leder und Sticks. Wie wir jetzt an Leder rankommen, wir sollten noch ein bisschen Rotten Flesh haben. Oh, 14. Könnte knapp werden. Und dann können wir dann einfach hier den Mist für das knacken. Und wir brauchen dann eigentlich nur noch Sticks. Oh, das sollte ja nicht das Problem sein. Und die Musik kommt mir wieder so laut vor. Na. Das ist ja schon das Leiseste, was geht. Okay, dann rede ich jetzt einfach mal ein bisschen lauter. Ich hoffe euch, dass ich jetzt nicht von meinem Geplauder die Ohren wegfliegen. Aber dann muss ich halt ein bisschen lauter reden. Ist auch alles kein Problem. Ich habe ja schon gehört, dass ich ein bisschen zu leise bin, wenn ich die Musik laufen habe. Ja, ich lese die Kommentare. So ist es nicht, dass ich sie nicht lese. Nee, ich lese sie schon noch. Keine Sorge. So. Nochmal zwei Stickies und der Hangglider ist fertig. So, jetzt bräuchten wir nur noch, um das zu entzünden, brauchen wir nur noch eine Flint und eine Ione. Ione da und Flinte da, Feuerzeug, hochalala. Ja, das muss so gesprochen werden. Und ich gehe jetzt auch ganz mutig mal ohne Schwert in den Nether. Wird es wahrscheinlich erstmal legen, weil der ja erstmal erstellt wird. Ich werde sowas von drauf gehen, ich sehe das schon kommen. Downloading Terrain. Ja, das muss so ausgesprochen. Terrain, das ist Französisch für irgendwas. Ganz genau. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Folge dann noch morgen ankommt. Also, ich nehme das jetzt heute am Mittwoch auf. Gar nicht Gegend. Boah, das war jetzt gerade ein krasser Leck. Also so ein bisschen Netherquarz können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall so ein paar Sachen, unter anderem auch ein Netherrack mal. Oh, da haben wir schon das, was wir brauchen. Das blaue Erz hier, das ist Kobalt. Das kann man nur mit einer Allomite-Spitzhacke oder nach Stahlspitzhacke oder halt besser, also sprich Adit oder Kobalt abbauen. Das ist so typisch das beste Material für eine Spitzhacke und das wollen wir jetzt mal was farmen. Ja, super. Das fängt ja schon mal sehr schön an. Okay, ich schreibe mir kurz die Koordinaten auf. Minus 38, minus 20. Und frage mich jetzt nicht wieso, aber ich sag das gerade offen. Ich habe gerade die Koordinaten auf meinen Schreibtisch geschrieben. Ich weiß nicht wieso. War irgendwie auch das nächste, was da war. War sogar zu voll, Papier rauszusuchen. Na gut, wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf eine Farmtour, weil wir werden jeden gebrauchen. Jut, jut. Om nom 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 nom. Haben wir auch genug zu futtern dabei. 1634 haben wir jetzt gerade bei mir. Es werden jetzt auch wahrscheinlich Thumbnails kommen. Da kann ich mal sagen, die werden vom Street Digger kommen. Auf jeden Fall schon mal hier ein richtig fettes Dankeschön. Hast was gut bei mir. Du musst mir nur sagen, was du willst. Ich versuche mein Bestes und kriegst was dafür von mir. Muss ich mal schauen.
Ja, ich finde das teilweise irgendwie echt blöd, dass man teilweise so viel in den Arsch geschoben kriegt, bin ich ehrlich. Mir wurde schon teilweise von so vielen Leuten was angeboten, ja, ich kann ja Thumbnails machen, ich kann ja auch ein Intro machen, zum Beispiel auch hier das Logo auf YouTube, was ich habe, das wurde mir auch gemacht, das habe ich nicht alleine gemacht, ich bin für sowas einfach viel zu unkreativ. Ich finde das teilweise echt kacke, ich würde echt gerne mal dafür irgendwie was wiedergeben. Und einfach so ein, ja cool, Dankeschön, dann finde ich es auch nach einer Zeit einfach nur noch ausgelutscht. Und so wie ich den Streetdigger kenne, würde er sagen, nee, nee, komm, passt schon. Nächster, du kriegst noch irgendwas von mir. Glaub mir. Du musst, darfst auch mal Sachen annehmen. So, wieso brauchen wir jetzt hier das ganze Netherquarz ab? Das ist ganz einfach. Netherquarz brauchen wir für ein paar Sachen. Erstens für das Schwert, damit das schärfer wird. Hat ja in der Maschine, nehmen wir mal mit. Können wir immer gebrauchen. Oder auch nicht. Da unten ist noch Kobalt. Und da auch. Auf jeden Fall. Ja, das, so würde ich das sehen. Hab ich ein verdammtes Glück mit dem Nether. Werden wir auf jeden Fall schauen, dass ich jetzt als erstes die Spitzhacke fertig mache. Und ich werde auch mal schauen. Ich wurde ja auch noch mal angeschrieben. Ich meine, das war der Mike Brand oder Brand oder keine Ahnung. Weiß nicht, ob das denn sein echter Name ist oder so ein eigener Name. Auf jeden Fall korrigiere mich, wenn das falsch ausgesprochen habe. Er wollte mal gerne sehen, ob man diese Flüssigkeiten von Hallo, Tinkers Construct, ob man die auch in den Tanks speichern kann. Dazu habe ich mir auch schon mal überlegt, das wird auf jeden Fall alles noch kommen. Ich werde ja auf jeden Fall noch groß ausbauen, wer mich kennt. Und ich werde auf jeden Fall noch weiterbauen, dekorativ auch. Ich werde auch zum Beispiel die Schmiedehalle noch mal ausbauen. Diese Werkstatt da. Da kommen 7 Kobalt schon, was willst du mehr? Ah, vielleicht ein bisschen mehr Hardite. Ich glaube, wir haben sich schon einen Platz gefunden. Und zwar kann man dieses Kobalt halt über Pyrotheum das schon direkt zu einem Barren verkraften, wollen wir nicht. Kann man. Das kann, ach stimmt, in Nether One Bites the Dust ist dabei. Dadurch kann man das auch verdoppelt über den Masturbator oder Pulverweiser. Es gibt sogar Iron. Und das gleiche geht auch mit Armored Eat und wir könnten das dann zu Manulin das machen. Oder schmelzen oder schmelzen oder schmelzen. Oder hier auch einschmelzen. Und da gibt es dann mit Kobalt und Adit gibt es Manulin. Und das wollen wir haben. Scheiße, 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 scheiße. Hab ich mich gerade geschrocken. So, hier haben wir noch ein bisschen Kobalt. Und ich merke gerade, dass meine Mutter oder mein Vater oder keine Ahnung wer es wiederkommt. Und ich will hoffen, dass sie mich mal gerade nicht stören. So, suchen wir ein bisschen weiter. Benutzen wir mal den. Oh, Glowstone, das brauche ich auf jeden Fall. Ja, das ist mal echt ein geiles Mining Speed. Was willst du mehr? Ne, da hüpfe ich jetzt nicht runter. Boah, einen Schlag auf die und wir sind tot. Ich fliege mal drüber. So ein bisschen Zollsand können wir auch noch mitnehmen. Weil ich habe auf jeden Fall echt mal vor, in diesem Let's Play so viel auszuprobieren, wie nur geht. Weil ich habe so vieles teilweise gesehen und gefragt, wie das funktioniert. Und wir nehmen echt alles mit. Das hat mich so ein bisschen beim RWT gestört. Dann einfach gesagt wurde, ja, Staffel vorbei, Ende. Und es gab wirklich noch so viel, was ich machen wollte. Ich wollte mich zum Beispiel wirklich auch nochmal in Rotary Craft reinsetzen oder Hydraulic Craft wie Street Digger. Ich wollte auch mal gucken, dass ich die Turbine noch ins Laufen kriege. Wir wollten auch den Fusionsreaktor hier noch ins Laufen kriegen. Der wurde da dann nur fertig gecheatet, bin ich ehrlich. Fand ich
fand ich nicht so prickelnd. Aber, oh. Ja, das sieht. Das ist nice. Ja, das ist echt yay. Ja, ich hab doch gesagt, dass das yay ist. Okay, dann schauen wir uns mal um. Oh, hier ist ein Spawner. Wow. Hier sind direkt zwei Spawner. Okay, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal zurück. Merke ich mir mal vor, dass hier eine Netherfestung ist mit Blaze-Spawnern. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ich höre nur gerade wieder, was hinfällt und ich denke nur, scheiße, ich bin tot. War nur meine Mutter, die ein paar Schuhe abgelegt hat. Alter, bin ich scheiße schreckhaft. Okay, da ist Lava. Hier ist so nichts Besonderes. Das schauen wir uns mal an. Siehst du? Einfach umschauen und findest Arbeit. So. Machen wir das mal hier so ein bisschen was zu nehmen. Da laufen schon Skelette rum, das ist ja. Juhu. Ah, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Weiß nicht, was wir das dafür machen. Schon mal so nicht. Alter, wieso gehe ich auch ohne Pfeile in den Nether? Oh, scheiße. Ja, jetzt habe ich einen Pfeil. Juhu. Boah, das wird das Skelett hat mich gerade geschrocken. Aber richtig. Ich bin nur zu Besuch hier. Ich gehe schon weiter. Das ist ja natürlich nichts, ihr wollt mich doch. Nee. Die Pilze nehme ich liebend gern mit. Ich werde jetzt ja auch nicht so wirklich die Awesome Farm Tour erstmal machen, wird gucken, dass ich an Material komme. Aber ich würde sagen, ich baue mich mal ganz kurz hier ein. Machen wir schon mal schnell was, denn auch diese Folge ist wieder vorbei. Ja, ich muss mal teilweise gucken, dass ich momentan wieder oder kürzer mache, weil ich habe morgen lange Schule und muss das Ganze auch wenden und so weiter. Und ich will auch noch so ein bisschen nebenbei was machen können. Auf jeden Fall, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentarchen. Bis dahin, würde ich sagen, und tschüss.